die Leute, die ich kenne, die hassen und hetzen, und ich kenne wirklich einige, das sind in sich unzufriedene Menschen. Und ich frage mich, wie konnte es dazu kommen? Und was brauchen sie, um wieder glücklich zu werden oder glücklich zu sein? Weil dieses Glücksmoment, das sie empfinden, wenn sie wieder jemanden fertig gemacht haben und dann vielleicht Bestätigung von anderen Hassern und Hetzern bekommen haben, dieses Glücksgefühl ist viel zu kurzlebig. Da draußen gibt es so schöne Möglichkeiten, die man haben kann und viel länger glücklicher sein kann, als wenn man andere Menschen einfach grundlos fertig macht. Weil Leute fertig zu machen und nach unten zu treten, ist immer einfach. Aber es wäre mal richtig interessant, nach oben zu treten und vielleicht auch mal zu gucken, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass man so unzufrieden ist.